bis abends wie ein Loch. Und geschlafen hab ich nimmer seit gut einer Woche. Meine Nerven liegen blank, die Gedanken durcheinander. Kurz gesagt, ich bin eigentlich schon ziemlich am Sand. Die Winden, wo ich hacke, war eigentlich ganz gut. Nur seit ein paar Wochen reizt mich einer bis aufs Blut. Wenn einer dir ins Gesicht schenkt, wird dir's Hackel schmeißt in seiner Welt. Wenn wer, wenn du die Untrat hast, an dir kein gutes Heu mehr lässt. Einer, der Vertrauen heichelt, hinterrückst dich niedermeichelt. Den geh aus dem Weg, weil das ist dein Kollege. Eine Firma ist so wie ein Bahn mit offen in die Äste. Jeder hockt auf seiner Herrchen, redet nicht mit dem Rest. Wenn die von oben oben schauen, sind unten nur verlegen. Weil sie, wenn's von unten auf ist, schauen ja nur den Hintern sehen. Und sich in mein Kollegen, dann geht mir's Gimpfte auf. Wenn der noch lang das Weih aufreißt, dann kriegt er eine drauf. Wenn's einer dir ins Gesicht schenkt, tut dir's angeschmeißt in seiner Wirt, dann wird man durch die Untrat hast, dann kein gutes Heim mehr lässt. Einer, der Vertrauen heckelt, hinterrückst dich niedermächtig. Den geh aus dem Weg, weil das ist dein Kollege. Jetzt endlich ist mir klar, warum ein Mobbing sagt, man fühlt sich wie ein Wischmob, wenn's Kollegen Schwein zuschlägt. Wenn einer dir ins Gesicht schenkt, tut dir's Hacken schmeißt in seiner Wut. Wenn wer, wenn du die Untrat hast, an dir kein gutes Heim mehr lässt. Einer dir Vertrauen heckelt, hinterrückst dich niedermeckelt. Den geh aus dem Weg, ja. Sehr verehrte Damen und Herren, on Akustikgitarre, Hans-Peter Carbon. Mm-hmm.